Nun wieder zum Fußball und zur Salzburger Austria. Bombenstimmung für das Saisonfinale in Maxglan war vorprogrammiert. Ging es doch gegen Union Innsbruck um eine blütenweiße Heimbilanz. Nach einer tollen ersten Saison in der Regionalliga wollten sich die Emich Boys gebührend von ihren Fans mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden. Die Salzburger Austria beendet die Heimsaison in gewohnter Manier. Viermal in Serie war Austria Salzburg nach der Neugründung im Jahr 2005 Meister und schaffte den Durchmarsch von der ersten Klasse in die Westliga. In der Festung Maxglan schlägt sie vor fast 2000 Zuschauern Union Innsbruck durch ein Tor von Sankopa in der 18. Minute mit 1:0 und lacht damit von der Spitze der Heimtabelle. Die Violetten blieben als einzige Mannschaft zu Hause ungeschlagen. Obwohl die Mannschaft durch eine gelb-rote Karte für Sankopa in der 31. Minute auf 10 Spieler dezimiert war, gelang es den Tirolern nicht, Tore zu erzielen. Die gelb-rote Karten in der ersten Halbzeit hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir hätten heute sehr viel vorgehabt. Wir wollten noch richtig schauen, dass der Rasen brennt. Ja, wie gesagt, ist leider Gottes ein bisschen anders gekommen. Aber wie man gestern gesehen hat, man kann wie Österreich wunderbar Fußball spielen, aber am Ende zählen halt nur die 3 Punkte und das war für uns halt auch wichtig. Wir haben alles dafür gemacht, dass wir eben kein Tor mehr kriegen. Und aus meiner Sicht wäre heuer sogar noch mehr drinnen gewesen, wenn wir im Winter gewusst hätten, dass wir auf Aufstiegskurs sein dürften. Die treuen Fans der Violetten waren begeistert. Und der Obmann? Wir sind sehr zufrieden. Es war eine ganz, ganz tolle Saison. Wir haben hier wunderschöne Erfolge gefeiert. Unsere U17 ist Landesmeister geworden. Die U10 ist Landesmeister oder ist Sieger geworden in ihrer Gruppe. Also es war eine rundum schöne Saison mit tollen Höhepunkten. Jetzt heißt es einmal ja wirklich eine tolle Saison. Revue passieren lassen, nochmal genießen und dann nach der Ruhephase in die neue Saison wieder mit voller Kraft hineinstarten und wiederum für sportliche Emotionen zu sorgen und mit dem 12. Mann im Hintergrund unseren Fans. Auch der Kapitän ist zufrieden. Ich glaube, es war eine Weltklasse Saison, hat sich keiner gedacht. Und ich glaube, ich kann zu Recht stolz sein auf die Mannschaft und auf die Fans. War eine Weltklasse Saison für uns heuer. Also wenn Sie mir vor der Saison gesagt hätten, dass wir eine der tolle Saison spielen, hätte ich es nicht geglaubt. Austria Salzburg ist im Übrigen der beste Aufsteiger in der Westliga seit über 20 Jahren. Ein Kompliment an den sportlichen Leiter. Gebt das Kompliment am Betreuerteam der Mannschaft und natürlich unseren Fans weiter, weil es ist ein Konstrukt von allen Miteinandern und das macht mich natürlich besonders stolz. Vor allem der Weg von unten nach oben, ein ehrlicher Weg, nicht irgendwo in einer Liga eingekauft oder Spielgemeinschaft gemacht, sondern wirklich den harten Weg über die zweite Klasse Nord A bis jetzt in die Regionalliga. Nicht nur die Kampfmannschaft, auch die Nachwuchsarbeit wird bei der Salzburger Austria großgeschrieben. Man darf nicht vergessen, wir sind jetzt in der 5. Saison und U17 ist bekannterweise die älteste Nachwuchsstufe im Bundesland und Stadt Salzburg. Und dort Landesmeister zu werden, tolle Sache, spricht aber auch wieder für einen Verein, der nicht nur den Fokus allein und einzig auf die Kampfmannschaft hat, sondern auch auf den Jugendbereich. Marco Vujic konnte bei diesem Spiel keinen Treffer landen, holte sich aber mit insgesamt 22 Toren den Titel des Torschützenkönigs. Jeder Stürmer weiß, dass das eine ganz besondere Sache ist, egal in welcher Liga. Ich sage mal, ich mache die Schau stolz, sage ich mal. Und ja, ich möchte gleichzeitig einmal einen Dank an die Mannschaft aussprechen. Ohne die war es nicht möglich gewesen. Und ja, jetzt haben wir das letzte Spiel auch noch gewonnen, eine schöne Saison ausgelangt. Und ja, nächstes Jahr greifen wir wieder an. Ja, wir schauen mit einem Auge nach oben. Wir werden uns bemühen, die Voraussetzungen für die Lizenzierung zu erfüllen. Wir werden uns, wie gesagt, am Spielersektor noch etwas verstärken. Wenn wir wieder einen Platz unter den ersten 4, 5 erreichen, wird es wieder eine tolle Saison sein. Vielleicht ist sogar ein Angriff auf den bezahlten Fußball, ein erster Angriff möglich. Aber Fußball ist kein Wunschkonzert. Und wenn wir wieder eine solche Saison spielen wie heuer, bin ich durchaus zufrieden.